So, hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sind auf dem Weg, Yennefer, unsere ehemalige Geliebte, zu finden. Wir, Geralt von Riva. Nee. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Das ist aber sehr umsichtig in dieser Welt. Und ihr seht schon, wir haben ein ganzes Stückchen Weg vor uns, also rufen wir unsere treue Plötze. Und machen uns auf den Weg. Ui. Na. Wieder nicht die richtige Abzweigung getroffen. Alles ja nicht so einfach, sage ich euch. Was haben wir denn hier? Ein Ort der Macht. Da gehen wir doch mal hin. Kartoffelbobus. Praktisch. Achtung, die Zahl links vom Gesundheitsbalken deines Gegners steht für dessen Stufe. Okay. Wir sollten gehen. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Wir haben unsere Ausfahrt verpasst. Bitte haben Sie Verständnis. Wir müssen leider gehen. Okay. Naja, wir können nicht alles haben. Ach, da bist du ja. Natürlich kommst du von dort. Los. Okay, ein Memo für uns. Wir sind dafür zu schwach. So, was haben wir hier denn noch alles? Es sieht schon echt cool aus. Auch mit den Patrouillen, die hier von den Nilfgaardern unterwegs sind, wie das Wasser aufspritzt, wenn wir durchs Bächlein reiten. Oder durch die Fjord, oder was es auch immer sein mag. Auch die zerstörte Festung. Oh, Wölfis. Wisst ihr Bescheid, schätze ich. Ein Bart. Yay. Hahaha. Ah, okay, der hat sogar noch was für uns. Das ist gut. Hundetalg und Wolfsfell. Na, lecker. Ein langer Tag geht zu Ende und wir bekommen endlich Hundetalg und Schweinehaut. Haben wir auch noch. Was ein Glück. Rubinstaub, Bernsteinstaub. Stahlbarren. Alles gutes Zeug, oder? Holzleber und Hundetalg. Na gut. Und Vivi Plötzberg hier. Gaswolken. Gaswolken in Sumpfgebieten sind giftig. Sei vorsichtig. Temporärer Effekt. Hier siehst du alle temporären Effekte, die gerade auf deinen Charakter wirken. Ja. Gut. Haben wir uns gleich mal vergiftet. Das ist schön. Also nicht. Oh. Los, lauf! Steck doch mal die Waffe weg, mein Gut. Okay, hier sind wir also. Ah, und hier ist jetzt wieder so ein Pfeiler. Was auch immer. Na, mal schauen, was wir hier in der Festung so finden werden. Barbaren. Naja, ist gut. Halt die Klappe. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten.
Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter sagt, Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm! Wir sehen das mal als ja. Wir müssen da ja realistisch sein. So. Oh. Anwahlen in Orden! Okay. Also nichts klauen, wenn Wachen vor Ort sind. Wir haben Geld verloren. Na, das ist doch mal super. Bloß gut, dass es nicht am Anfang war. Schön auf die Fresse gekriegt. Wartet mal ab, Leute. Wir kommen irgendwann mal wieder. Und dann gibt's hier ein paar Stahlspenden. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ja, genau die. Aber dafür furzen sie 2,5 Monate lang. Heil, Herr Seer! Was haben wir denn da? Handwerker, Schmiedenwaffen, Rüstungsschmiede, schnell Rüstung her. Wenn du ein Handwerkszimmer findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufe, damit er dir den Gegenstand anfertigt. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Kannst du was für mich anfertigen? Wie ist die Moral im Lager? Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist. Wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Wir schauen mal. Zeig mir deine Waren. Okay, also da ist einiges durchgestrichen. Na mal schauen, warum. Benötigst du Stufe 2, oben 20 Schaden mehr. Glanz. 7 Schaden, wie viel kostet denn das? 272. Ich sehe da gewisse Probleme. Anfängerwaffen, Reparaturset. Wählender Langschwert. 39 Rüstungsdurchbohrung. Das ist natürlich nett. Also gegen gerüstete Gegner, also Menschen halt, ist schon nett. Putzschwert aus Stahl. Okay, das kommt alles. Plus 33 Zerschmetternschaden. Gut, anfertigen, gucken wir auch noch, ob man da. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Okay, Gegenstände herstellen. Alles gut. Genau. Das haben wir ja soweit schon rausgekriegt. Zerlegen, Schemas. Das, wenn euch das interessiert, lest euch alles in Ruhe durch. Okay, Breitkopfbolzen, Zutaten fehlen, Stufe 9. Die Meritiumbarren, Dunkeleisenbarren, Eisenbarren, gegerbtes Drakonidenleder. Okay, ganz, ganz tolle Sachen, die der hier herstellen kann. Plunder. Okay. Verbessern kann man noch bestimmte Sachen. Verbesserung entfernen kann er auch. Zerlegen kann er auch. Gegenstände zerlegen. Kostet uns Geld. Also,
ist absolut nicht attraktiv. Das ist wahrscheinlich dann für das spätere Spiel, wenn man bestimmte Dinge benötigt. Aber so, nee. Wir wollten es uns ja auch erstmal nur angucken, Leute. Aber... bis dann. Zumindest etwas Neues gesehen bzw. gelernt. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wadgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Lückenlose Beweisführung. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Bestimmtes Kraut oder mehr Informationen. Ja, ich denke mal, bestimmt das Kraut. Also wenn das schon zur Auswahl steht. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Cool. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Na gut. Tomira und Mislav. Danke. Es so und jagten. Schon recht. Die Bestie von Weißgarten. Tut mir leid, Leute, ich muss es probieren. Ach, hier kann ich mich jetzt bedienen. Das ist in Ordnung. Puffbabume. Wir haben einmal Puffbabume gepumpt. Das
sind wir einer. Aber mit dem. Ja? Ja, seid bloß froh, dass ich vom Level her unter euch bin. Irgendwann. Die Milfgörter. Ja. Ich muss mich noch ein bisschen an das Vorbeilaufen und Aufsammeln gewöhnen. Schon von der Freiheitbrigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Eher Igluir! So, plötzlich Plötzmann. Ich starte drüben. Und wir gucken jetzt mal auf die Weltkarte. Wo wir denn hier unsere nächsten Ziele sehen. Hier ist das eine und hier ist das andere, ne? Hier wird eins wird die Kräuterfrau sein an der Kreuzung. Das könnte sie gut sein. Und hier könnten die Soldaten getötet worden sein. Aber wie so oft nichts hinaus weiß man nicht, bis man es rausgefunden hat. Also ab damit. Oder ab dafür. Hey, hier sind die Bauernhäuser schon im Sumpf versunken. Aus dem Weg. Oh. Hey, hilf einem anderen. Langsam. Ihr habt das doch bestimmt auch gehört. Und jetzt erzähl mir, was deine Probleme sind. Monster aus dem Sumpf. Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen. Aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Okay, und wieder ein Quest gewonnen. Da schauen wir doch gleich mal, ob der hier in der Nähe ist. Weiß ich, weiß Gott, könnten wir schon angehen. Kostbare Fracht. Na so. Ach, das ist ja gleich hier. Das ist ja gut. Dann machen wir das doch gleich mal, oder? Wenn wir sowieso in der Nähe sind. So. Alchemistenpulver. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. So, mal schauen, ob wir jetzt weitere finden. Ich glaube nicht, dass diese Sachen da hinten, die so alles widerspiegeln, Befreundete sind. Aber es ist irgendwie seltsam, dass wir keine weiteren Spuren finden. Ich meine, der muss ja auch im Morast hier irgendwo Spuren hinterlassen haben. Oh, was ist denn da? Ah! Oh! Ah, okay. Das ergibt Sinn. Wir wurden gerade, ihr habt es bestimmt gesehen, von den Bienen attackiert. Da ist der Wagen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt.
Und ihr seht, da sind auch ein paar, wie ich schon dachte, Ertrunkene. Aber die Beschreibung, dass wir ja das komplette Pferd gefressen worden sei, klang doch etwas einschüchternd. Diamantenstab, Fell eines weißen Wolfs, das wird dem Geralt aber. Keine Ahnung, ob dem das gefällt. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Aha. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Geradezu erstaunlich, oder? Hier ist wieder so eine. Lecker Honig. Oh, ich glaube, wir haben einen Fan. Ui. Das war's schon. Wir haben ihn quasi formvollendet und weghalbiert. Monsterblut. Okay. Hier ist noch mehr. Ach, das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Okay. Hier sind jetzt die Reste vom Fass. Gut, dann gehen wir mal zu dem netten Herrn zurück, der uns hier verarscht hat. Oh, Moment. Ich wollte eigentlich bloß den Honig haben. Ich glaube, das hat nicht so ganz funktioniert. Ja, wie gesagt, ich übe das noch ein bisschen mit Aufnehmen im Vorbeilaufen. So zum Beispiel. Haha. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns der gute Herr hier für eine Ausrede auftischen wird. Oh, und? Hast du die Schachtel? Er hat den Bogen. Möchten wir es wissen oder ist es uns egal? Falls er uns angreift, können wir ihn immer noch verhauen. Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Ist klar. Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Oh, cool. Ach, der haut jetzt ab. Aber nicht mit uns. Wir sind, so. Na komm, Plätze. Hinterher. Hey. Den kriegen wir, Leute. Verdammte Hexe. Nein, also ihr seht, ich muss mich doch erstmal an die Bedienung gewöhnen. Ah,
Ah, jetzt habe ich es raus. Ich dachte, ich musste das Schwert ziehen. Haha. Und wieder habe ich gelogen. Langsam. Aber wir haben ihn scheinbar getroffen. Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer, 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Ich bring dich. Du kannst gehen. Aber das Medikament behalte ich. Nilfgaard wird dich sowieso finden und töten. Wozu es verschwenden? Nimm es und erstick dran. Wir sind nicht politisch, also bevorzugen wir auch keine Seite. 50 Kronen und Schöllkraut. Ja, besser man hat, als man hätte, oder? Seht ihr doch genauso. Krähenauge. Nein, ich wollte das aufnehmen. Geht doch. Ist echt Wahnsinn, was es hier alles so an Zutaten und so weiter zu finden gibt. Ich glaube, da können wir uns wirklich sehr drin verlieren. Und ich will jetzt einfach mal gucken, ob wir hier irgendetwas Tolles damit machen können. Bomben. Tränke. Schwalbe. Was brauchen wir da noch? Zwergenschnaps. Dann könnten wir uns so einen Schwalbentrank machen. Oder Katze. Da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr. Waldkauz haben wir schon. Interessant. Weißer Honig. Hebt eine Vergiftung auf sowie Effekte anderer Tränke. Geisteröl, Nekrophagenöl. Nett. Plus 10 gegen Geister oder Nekrophagen zum Beispiel. Nur kann man mal machen. Gut, Leute. Aber das soll es mal wieder für diesen Teil gewesen sein. Es wird schon wieder dunkel. Ihr seht es. Und Geralt wird dann sich auch zur Meditation erstmal hinsetzen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, sag ich erstmal, bis denn dann.